Du sprichst von Schuld und Verantwortung. Aber geht es dir wirklich darum? In die Ehe gerutscht, aus getriebener Bequemlichkeit und mangelnder Alternative, sagtest du immer wieder. So hört es sich an, wenn Corinna Rosa Falkenberg aus ihrem neuen Buch Don't Kill Me, I'm in Love vorliest. Die Novelle erzählt eine Geschichte aus dem Leben, eine Beziehungskiste, wenn man so will. Ein verheirateter Mann zwischen zwei Frauen und die Frage, was geht nicht und wo sind die Grenzen? Wie entscheidet man sich zwischen der Komfortzone und dem unbekannten Neuen? Corinna Rosa Falkenberg sinniert über genau diese Frage, die ein Leben vollkommen machen kann oder es zerstören. Ich glaube, der Mensch hat immer die Möglichkeit, zwischen einer Handlung basierend auf Angst oder einer Handlung basierend aus Mut zu entscheiden. Mich interessiert, was macht die Liebe, der Prozess, mutig in die Liebe zu gehen mit dem Menschen? Was passiert, wenn man sich der eigenen Verletzbarkeit ausliefert und sich ihr stellt? Die Geschichte hat mich inspiriert, weil ich in meinem Umfeld selber Menschen kenne, die in so einer Situation stecken. Und ich habe mitbekommen, mit welchen Themen diese Menschen konfrontiert sind. Zum einen natürlich, was die Gesellschaft von einem erwartet, wie man sich korrekterweise zu verhalten hat. Dann dieser innere Wunsch, diese Sehnsucht, dieser große Wunsch, in einen Bereich zu gehen, um sich vielleicht eben auch lebendig fühlen zu dürfen. Und das ist meistens eben auch mit Opfern verbunden, mit einem gewissen Preis, den man dafür zu zahlen bereit ist. Aus der Komfortzone ausbrechen, Neues wagen, betretene Wege verlassen, um das eigene Glück zu finden. Das Grundthema ihrer Novelle ist nicht aus der Luft gegriffen. Corinna Rosa Falkenberg hat das selbst schon früh erlebt. Ich bin hier in Memmingen geboren und bin in dem Nachbardorf Eisenburg groß geworden. Meine gesamte Familie ist hier in Memmingen ansässig und hier auch geblieben. Ich wollte raus, ich wollte die große, weite Welt entdecken. Und auch das hat was mit Mut zu tun. Es war raus in das Unbekannte zu gehen, nicht zu wissen, was passiert. Ich bin also schon mit 14, 15, 16 mit dem Rucksack, gepacktem Rucksack, raus in fremde Länder. Angefangen als reine Bettgeschichte. Dann auf einmal waren Freunde dabei und schon galtet ihr als ein Paar. Geheiratet, weil Freunde vorgezogen sind. Schwanger geworden, weil Maya darum gebeten hat. Sie auf ihr eigenes Alter zeigte und das Umfeld. Familien, wohin das Auge auch schaute. Das ist hart, auch für deine Ehefrau. Selbstzerstörung oder die Chance auf das große Glück. Selbsterfüllung oder Egoismus. Jeder hat schon mal geträumt, einfach das zu tun, was er will. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber wann wird das Pippi-Langstrumpf-Prinzip zum Ego-Trip? Wann leiden andere an unserem Freiheitsdrang? Freiheit zu leben ist sehr anstrengend. Und ich glaube, der Mensch hat Angst vor so freiem Leben. Weil genau diese ganzen Fragen muss ich mir selber stellen. Ich muss mir selber die Frage stellen, wo ist die Grenze? Wo beginnt der andere? Wo muss ich mich zurücknehmen, um einen gewissen Ausgleich hinzubekommen? Weil wir funktionieren nur in einer Gesellschaft und in einem größeren Umfeld. Regeln extern bestimmt zu bekommen, zum Beispiel vom Staat, sagt Falkenberg, nimmt uns die Fähigkeit der Eigenverantwortung. Regeln, die jemand anders uns auferlegt, die oft kaum hinterfragt werden, sind das andere Extrem. Der Ansatz liegt vielleicht in einer Mitte, in der Balance. Und um genau diese Balance und wie sie zu finden ist, geht es in Don't Kill Me, I'm in Love. Eine Novelle über eine Beziehungskiste, die viel alltäglicher ist, als man zunächst denkt.